Hallo und willkommen zurück zu Yu-Gi-Oh! Master Duel mit kybernetischer Nachfolger gegen Digitale Käfer. die So wachsenden heißt. digitalen Käfer. Ja, die wachsen. Ach, die wachsen, digitalen Käfer? Ja, die wachsen im digitalen Käfer. Interessant. In Englischen heißen sie nur Digital Bugs. Okay, weird. Ich glaube, das soll ein Hier steht Wortspiel sein. wachsender. Okay. Standby, Main Phase. Oh mein Gott, das ist schon lange her. Wie fängt man mit diesem Duell, mit diesen Karten nochmal an? Habe ich hier überhaupt einen richtigen Starter in meiner Hand? Den du ein. Warte mal. Ich kann sogar hinhauen. Ja. Den du ein, Maschinenmonster. Ist egal welches. Oder ich könnte dich beschwören und dann. Achso, ich habe keine Zauberfalle. Macht also nicht mehr so einen Sinn. Ah ne, warte, du heißt ja auf der Hand gar. Ah, ein bisschen doof. Ja gut. Ja, okay, keine Ahnung. Ja, das war's dann erstmal. Beeindruckender Zug. In dem Sinne. Ja, der Cyberleuchtturm, der ist sogar am Leuchten. Ich würde es eher Strahlen nennen. Ja. Es ist ja klar. So, dass das Spiel, wenn du dir die Decks zusammenbaust, immer die Karten, die du in quasi höheren Rarities hast, bevorzugt. Also in Glanz und so. Oh. Ja. Das ist praktisch. Ja. Hätte ich schön, wenn Duel Links das auch hätte und mir nicht einfach meine Prisma-Karten zersetzt, wenn ich alle Karten zerlege, die ich überschüssig habe. Oh, ernst? Okay. Ja, der Grund dafür war, weil drei normale Karten bereits in einem Deck drin waren, in irgendeinem alten Deck gespeichert waren, von den tausenden Decklisten, die du hast. Gut. Und dann war halt eine prismatische als vierte Karte da und ich dachte, der bevorzugt halt, er wird zuerst die normalen zerstören. Ja, also aber in dem nee. Spiel ist es ja so, dass du quasi jede Karte in dem Sinne neunmal haben musst. Also die haben, werden alle von diesen Raritäten werden separat gesehen. Und da hat man natürlich auch noch die Karten, die man von Structure Decks und sowas kriegt, die gar nicht zerlegt werden können. Das wäre natürlich auch ein bisschen doof, wenn man jedes Deck dreimal kauft und dann so viel Überschuss hat, aber naja. Ja, aber irgendwie Exceed Wiedergeburt irgendwie 12 Mal oder so. Ja, ich sag es mal so, wenn ich halt hier diese glänzende Variante habe, tue ich die normale eigentlich zerlegen, einfach nur um mehr Materialien zu kriegen. Ja, aber die glänzenden geben mehr, aber klar, die schauen auch schöner aus. Okay, once with entering you. Du hast jetzt einen Effekt wegen deinem Exi-Material bekommen, oder? Ja, der Löter gibt ja, glaube ich, was, oder? Ich glaube, der andere. Ja, also, das ist richtig so, was ich jetzt versuche. Achso, also, ich jetzt... mag es nicht, dass er da in Verteidigungsposition ist. Achso, willst du mich? Warte mal. Okay, cool. Ach, das geht? Interessant. Ich wurde Angriff und damit der Verteidigung gedreht, auch nicht schlecht. Ich habe es auch nicht so ganz durchblickt, muss ich ehrlich sein. Ja, einer von. Du hast ja durch die Beschwörung auch schon einen Effekt bekommen und einer von denen war das, glaube ich. Falls das Exil-Beschwörung beschwören wird, die Def aller offenen Monster, die ein Gegner kontrolliert, werden zu Null. So sehr ändere sie in Verteidigungsposition. Also, du hast mich in Angriff gedreht und der andere mich wieder in Verteidigung gedreht. Ah. Gut zu wissen. Und du darfst ihn gerade ziehen, wenn du mich zerstörst, wegen dem. Und dann kannst du noch seinen Effekt aktivieren, oder nicht? Let's put on when this card destroys the opponent monster by battle, ja. Ja, ich glaube, der Friedhof passt nicht so zu ihm, ne? Da sollte er zu mir kommen. Ja. Was habe ich denn da gezogen?
Man muss sagen, normalerweise benutzt man das, um den. Man kann den mit den anderen hochexilen. Also, wenn du dir die anderen anschaust, die brauchen quasi. Von ihm müssen sie Material abhängen und dann werden die beschworen. Ja, jetzt so, wieder durch. Ding. Ich erinnere mich wieder, es kommt alles wieder zurück. Es geht ja darum, dass. Vietnam-Flashbacks, sie sind wieder da. Ich hatte damals ziemlich lange an diesem Deck gesessen, als ich das im Solo gespielt habe. Cyberdrache, wie ist das möglich? Es ist doch ein 5-Sterne-Monster. Ja, so geht das, so geht das. Was das Krasse ist, ich habe das den Anime vor nicht ganz so langer Zeit gesehen und weil er einfach den Effekt von Cyberdrachen genutzt hat, der Zane, der Charakter, der die benutzt, sagen so alle, er ist wahrlich ein Profi-Duellant. Er hat den Effekt benutzt, um Cyberdrache zu beschwichtigen. Also das ist das Einzige, was das Vieh kann. Es ist so simpel. Und das macht einen da schon zum Profi. Ja, bringt mir das jetzt was, wenn ich den beschwöre? Warum bist du nicht ein Cyberdrache in meiner Hand? Ich brauche noch eine extra Nahmesser, aber ich habe keine. Ja, Cyberdrachen-Decks sind eigentlich auf OTKs ausgelegt. Ich kann mir Kraftbündnis suchen, aber da ist ja nur einer, mit dem ich fusionieren kann. Ist ein bisschen ungünstig. Hast du nicht noch hier irgendeine Fusion, wo du einfach nur generell dieses Cybermonster brauchst und nicht spezifisch Cyberdrache? Ich glaube nicht. Ich habe Cyber-Zwillingsdrache, Enddrache. Und dann die drei Cyber-Finsternis-Monster. Aber der eine braucht ja drei bestimmte Cyber-Finsternis-Monster, der andere braucht ganze fünf. So viel sind doch gar nicht hier. Und der andere braucht ja den Cyber-Enddrachen plus den Cyber-Finsternis-Drachen. Ist ja so. Also. Ja, ich würde sagen, ich spiele einfach Cyberdrache 2. Und eine Falle. Und das war's dann. Cyberdrache 2, der hat zwei Namen, der muss besonders sein. Ah, nur wenn es ein Friedhof ist. Sehr gut. Alles klar. Gut. Wie mit dem verdeckt? Eine verdeckte Karte. Oh ja. Yeah. Oh, noch mehr Material. Nee, weniger Material. Ach so, stimmt, das ist das Ding. Der Hable! ja. End? Der natürlich ist groß und stark. Und nachher auch weg. Was? Also nicht jetzt sofort, aber später. Jetzt frisst er einfach den Cyberdrachen auf. Mumps. Ah, schön. So geht es aber enthält gar sehr nicht. Viel Eisen. Was? Eisen. Alter, dieses Käferdeck ist ja ein übelstes Anti-Maschinen-Deck. Beziehungsweise, es hat einfach mal Monster, die nur auf Maschinen ausgelegt sind. Warum? Weil, keine Ahnung, digital hackt Maschinen. Aber es sind die Insekten, keine Cybermonster. Ja. Ich meine, die kamen jetzt in einer Zeit raus, wo es die Cyberseas noch nicht gab. Ich wette, sie wären Cyberseas geworden. Was sind doch Insekten? Die digitalen Insekten. Insekten. Pass auf, ja, der Käfer hat eine Laserkanone. Ich würde dich angreifen, wenn ich du wäre. Dazu. Ja, bleibt jetzt eigentlich für immer da oder hat die Fallenkarte? Nee, der stirbt jetzt. Die Fallenkarte hat doch einen Nachteil, scheiße. Ja, wenigstens einen, ja.
Keiner wäre mir lieber gewesen. Alles klar. Das war's. Okay. Set one pass. Noch mehr verdeckte Karten. Keine Exit Monster. Ja, toll. Ja, okay. Dann mach, das kann ich auch machen. Aber weißt du was? Ich kann das auch machen. Obwohl. Ne, lass mal was anderes machen. Oh mein Gott, der ist offen. Ein Batschi-Batschi. Und. Oh. Das. Ja, ich, würde mir was bringen, wenn du. Es würde mir was bringen, wenn du was hättest. Naja, es muss offen sein. Das muss ich, glaube ich, schon Maschine, was da liegt. Ja, aber es ist nicht offen. Ach ja, was bringt Batschi-Batschi nochmal? Ach ja, durchschlagend. Ah, oh, der XYZ-Effekt. Und jetzt benutze ich seinen Effekt. Achso, du wankst hoch. Wank ja. Up. Zum Kernkohl weiß. Er hat einfach CPUs auf seinen Flügel gemalt. Ja, weil Internet und so, ne? Ist doch was, was ihr die neumodischen Kids so benutzt, ne? Ah. Muss ich den jetzt spielen? Hab ich denn... Ja, doch, hab... Ja, okay, go, 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 go. Ach, der. Der ist ja Key. Bitte eine Kraftbündnis. Bitte eine Kraftbündnis. Du stellst dich da ein. Ein Cyber Twin Dragon. Ja, der kann zweimal angreifen. Und er hat ganz schön viel HDK. Ja, das hat er. Oh, warte mal, das ist aber sehr ungünstig. Und jetzt ist er meiner. Hilfe? Kriegst du ihn jetzt wieder? Das krass, das haut noch rein. Hilfe! Hallo? Ach so, Endphase auf meiner nächsten, auf meinem nächsten Zug. Ja gut. Ach du. Ups. Ups, indeed. Ungünstig. Ich weiß nicht. Aua. Maximal Ehre genommen. Ach ja, ein eigener Cyberdrache. Ja, es gibt einen Unterschied, wann man Powerbound nutzen sollte und wann man es nicht nutzt. Ja, genau. Macht einfach den Zane. Ja. Ja, aber ich bezweifle, dass das Deck einiges reißen kann gegen andere Loner-Decks und Starter-Decks, einzig allein, weil es so extrem auf Anti-Maschine getrimmt ist. Das heißt extrem. Es hat einfach neun Monster drin, die halt nur darauf ausgelegt sind, gegen Maschinen zu arbeiten. Maschinen. Ah, das ist doch eine bessere Hand. Das ist... Das kann ich nicht behaupten. Okay, womit fange ich an? Ich denke mal mit dir. Eine Kanone gibt mir... Soll ich mir den holen? Ja, keine Ahnung, wo willst du dich? Mr. Knochen.
Cyberdark kennen. Spielst du einfach mal die den Feldzauber habe ich noch nie gesehen. Warte mal, ich kann mal doch abwerten. Ah ja. Oder soll ich mir. Ne, macht keinen Sinn. Macht keinen Sinn. Ich hole mir der. Und dann werfen wir. Nein, nicht beschwören, dann werfen wir die Klaue ab. Und suchen uns. Ja, warum nicht? Magnetischer Horizont. Ja, das ist irgendwie so voll die Search Chain. Ja. Du dann spielst, glaube ich, gerade die. Dich auf den Friedhof? Ja, das ist die klassische Combo. Und Mille dann noch dich. Dann habe ich jeden von denen da. Dann hole ich mir. Holla. Ja, komm, hole ich mir dich, dann kriege ich nochmal einen Search, wenn ich noch was sammeln. Ach, stimmt, vom extra Deck. Dann millen wir den da, weil den will ich eh nicht beschwören, wahrscheinlich. Jetzt kann ich literally das da machen. Will ich denn das? Was soll ich mir. Du spielst Cyber Dragon. Wenn irgendwas blinkt, draufdrücken. Der kann den aber nicht anhängen, oder? Also muss ich quasi die Falle dafür nutzen. So doof. Na Gott. Geh da oben hin. Süß, was kann der? Ich denke mal an dich. Ah ja, funktioniert nicht groß anders als die anderen. Was kann die Feldzauberkarte jetzt nochmal? Genau, wieder auf die Hand zurückgeben und dann irgendwie nochmal Normal Summon, aber das macht keinen Sinn für den. Jetzt muss ich irgendwie den Enddrachen dranhängen, obwohl die Karte ja nur Maschinenmonster an sich dranhängen darf. Dann pass jetzt mal auf. Ich beschwöre eine Biene. Oh mein Gott, nicht die Biene! The bees, not the bees. Ja, deswegen gibt's nicht nur eine Biene. Oh nein. Da kommt jetzt noch mehr als nur die Biene. Aber auf jeden Fall, du. Kommt auch noch der da. Dann wird exceeded. Der Sacra Lüfter. Sacre bleu! Jetzt, was kann der jetzt? Du kannst, glaube ich, mich besiegen, wenn ich so drüber nachdenke. Oder kann ich das damit verhindern? Gut. So oder so. Na, ungünstig, würde ich sagen. Ja. Na, du kannst entweder zu Kohlweiß gehen, der dann ein Material hat. Oder dann ist halt sein Effekt. In dem Sinne, ja, ich denke, ich versuche das mal. Nicht, wenn ich das hier dranhänge. Ach so, willst du Bus kommen? Der Nasan-Bus. Yep.
Ja, das war dumm. Hätte ich es nicht machen sollen. Ja, oh, das war super dumm. Ja, das scheiße. Hat mir jetzt nicht mein großes Monster getötet. Ja, verdammt, ich hab's falsch gelesen. Na, ah, GG. Hab ich denn schon gewonnen? Da wurde ich mir selber nicht. Ja, selbst wenn, ich werde mich davon nicht mehr erholen können. Ja, genau. Was ich jetzt hätte machen sollen, wäre, ich hätte Cyber Dragon, den kleinen Cyber Dragon, zerstören müssen mit einem Nahkampf. Und dann hätte ich den Effekt triggern können. Damit hätte ich dann Cyber Dragon. Ein Nahkämpfer bist du. Ja. Ich hätte das Monster angreifen müssen, das will ich damit sagen. Hätte ich das gemacht. Warte, du hast einen Friedhofseffekt, wenn ich mich richtig erinnere. Auf die Hand. Ich würde sogar fast sagen, lieber den, ich habe noch einen Robosammel. Das machen? Eins. Ah ne, warte, das ist ja. Das ist ja ein bisschen blöd mit der Art und Weise von wo es nimmt. Okay, gehen wir full on Cyber Dark. Ich merke gerade, selbst wenn ich das irgendwie jetzt geschafft habe, du hättest bestimmt dich wieder davon recovern können. So. Ja gut, ich glaube, der bringt mir original gar nichts. Gar nichts bringende Karten. Obwohl, kann er mir vielleicht etwas bringen? Ah, okay. Er ist auf dem Feld. Ich aktiviere seinen Effekt. Jetzt kommt dein Batschi-Batschi. Kommt wieder. Ja. Und jetzt aktiviere ich diese Fallenkarte. Oh. Und ich kann deinen Dingens leider nicht als Ziel wählen, weil er von deiner Feldzauberkarte beschützt wird. Interesting. Oh, was? Das hilft aber. Weil es eine Continuous-Fallenkarte ist. Oh. Okay, ich wusste nicht, dass du die targetest. Dann mache ich dein Monster nicht kaputt. Das ist scheiße, weil jetzt bin ich schwächer. Das war ungünstig. Keine Ahnung, was die jetzt noch macht. Bei dir bin ich mir auch gerade nicht mehr ganz sicher, was du noch mal machst. Wenn du kaputt gehst. Okay. Ah, okay, das war eine Karte. Auf mein Deck, oben drauf. Bringt mir davon dann irgendetwas was. Oh, ja, das könnte hinhauen. Achso, ich krieg's auch gleich auf die Hand. Okay. Würde mir jetzt was bringen, wenn ich den Butterfly nutze? Butterfly-Effekt. Kannst du den denn nutzen? Ich dachte, sein Effekt geht nur bei Monster, die Verteidigung sind, oder ich mich da jetzt. Naja, deswegen. Ne, der bringt mir jetzt leider gar nichts. Ich kann nicht angreifen? Ah, doch. Das ich dachte gerade. Du, denke ich. Was kann denn jetzt der Cyber Dragon da? Kann der jetzt noch irgendwas? Wenn er beschworen wird, kannst du dich mit was ausrüsten. Er kriegt einen Attack, ATK. Destroy by the destroy this equipment instead. Achso, er kann ja gar nichts. Also nicht mehr. Mehr als er jetzt kann. Der in dem Sinne. Steht da. Achso, machst aber lieber meine Drachenmarke kaputt. Aktiviere den Effekt. Damit du seinen Friedhofseffekt nicht mehr nutzen kannst. Stimmt, du kannst dir einsagen. Dann beende ich jetzt erstmal meinen Zug.
Ich habe zwar vorhin einen mega großen Fehler gemacht, aber ich konnte jetzt wenigstens noch etwas mich wehren. Eins. Ist nur ein. Ja, wohl kann ich aber trotzdem machen. Okay, aktivieren wir erstmal das hier. Oh, das ist eine fiese Karte. Weißt du, es gibt einen Unterschied, wann man Powerbond nutzen sollte und wann man es, wie man es einsetzt. Jo, das ist ein Riesenproblem. In dem Sinne. Hat einen Effekt. Ach so, der war ja so geschrieben, dass der nicht Schnelleffekt heißt und trotzdem beiden benutzt werden kann. Ah. Ja, ich denke mal GG, hä? Alrighty. So, wen hänge ich mir denn an? Ja, komm, hängen wir den dran. Was willst du mit dem? Der ist meiner. Au. Kann ich den wieder umdrehen? Nein, der muss zu liegen bleiben. Aua. Muss man leider zahlen, diese Schmerzen. Ja. Ja, ne? Set one pass. Ja, GG. Hätte ich diesen einen Fehler da nicht gemacht. Ja, ich weiß nicht, ob das einen Unterschied gemacht hätte. Aber, ja. So, jetzt aktivieren wir seinen Effekt nochmal. Dann hängen wir den an, der immer Sachen anhängt. Wie anhängig? Jetzt darf der übrigens zweimal angreifen, weil das auf sein Material, also auf daran, was er als Zauberkarten ausgerüstet hat, passiert. Das ist ganz interessant. Ja gut, 1 zu 1. Ja. Denke mal, das nächste Duell wird's entscheiden, ne? Wer gewinnt? Gigantische laserschießende Drachen oder ein paar Käfer? Ein paar digitale Käfer. Digitale Käfer, ja, ja, die haben Cyber und so, ne? Die können eBay nutzen. Ja, die sind Bugs in the System. Ja. Ja, die Digitalkäfer sind die einzigen Bugs in Master Duel. Hast du deine Jokes? Tu mich richtig buggen. He's seriously okay. Bugging me. Ach ja. Ziehen wir eine Karte! Set one pass, und übrigens. Aktivieren wir Cyber Finsternis Klaue. Und damit holen wir Cyber Finsternis Reich. Dann aktivieren wir Cyber Finsternis Reich. Und damit suchen wir uns Cyberfinsternis Knochen. Dann aktivieren wir Cyberfinsternis Knochen. Oder eine Kanone hieß er. Und dann holen wir. Ich weiß gar nicht, wen hole ich dann überhaupt? Da, der kann durch. Ne, warte, das war nicht der, der durch Verteidigungsmonster angreifen konnte. Egal. Der Name dieser Karte. Ein anderes Monster abwerfen. 1200. Achso, der wird dann das. Soll ich das so machen? Oh. Kann
kann den Effekt nicht nutzen. Aber der wird dann im Friedhof. Was aber eigentlich nicht so gut wäre. Wenn, dann müsste ich den anderen abwerfen. Oder? Ja. Okay, nächster. Der schmeißt die Zacke weg. Nächster. Und drei. Machen wir mal eine Steuererklärung, ne? Das sind beide fünf. Und jetzt beschwöre ich Cyberdrache Nova, den ich nicht in dem Deck habe. Es ist ein bisschen peinlich. Ah ja, so. Aber es heißt ja wenigstens Cyber Dragon. Okay, ich habe Angst davor, dass du da ein gefährliches Monster verdeckt hast, aber was soll's. Ach, wie kommst du denn darauf? Komm her, Mr. Zwillingsdrache, und bitte lass dich nicht klauen. Ein Angriff. Nein, scheiße, das ist wirklich die Karte. Manchmal sollte man seinen sechsten Sinn auch wirklich vertrauen, weißt du? Es ist oh so mein dämlich. Gott, Alter. Warte mal, wann genau aktiviert sich dein Effekt eigentlich? Das ist nicht während der Battle Phase, wenn es ein Flip-Effekt ist, oder? Da hätte das gar nichts gebracht, oder? Flip aktiviert sich dann, sobald die Karte aufgedeckt wird. Das ist, glaube ich, der Damage-Step. Aber das ist nochmal ein separater Effekt, glaube ich. Keine Ahnung. Ich hätte hier eine Karte gehabt, mit der ich ihn hätte ausrüsten können. Und dann wären Effekte, die in der Battle Phase passieren, nicht getriggert worden. Ja, ich glaube, das hätte es gebracht. Hätte ich ja vielleicht ausrüsten sollen. Ja, das Problem hier ist, ich kann dich fast nicht besiegen. Du darfst doch zweimal angreifen. Ach so, ja, stimmt, ja. Hast du vollkommen recht. Ich... Schussel. Der ist ja nicht negated. In dem ja, Sinne, der tut's auch. Komm, weil es so schön war. Und? Irgendwelche letzten Worte? Das war jetzt sehr ungünstig. Tja, ne, Cyber Dragon Decks sind halt OTKs. Das Problem ist nur, wenn du mir den OTK gibst. Das war ja nicht Absicht. Ach ja, bewerten nicht vergessen. Ciao. Tschüss.